Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du einschaltest und herzlich willkommen, falls du ein neuer Zuschauer hier sein solltest. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, würde ich mich sehr freuen. Und wenn auch du zu einem BTC Moneymaker werden möchtest, join hier kostenlos der Community. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Gib ein kurzes und schnelles und knackiges Update-Video für dich, weil heute Abend gibt es wieder um 20 Uhr einen Livestream. Also starten wir direkt rein. Let's go! Gut, also dann gehen wir direkt rein in die Analyse. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und ihr seht immer noch ganz gut, ja, Bitcoin hat genau das gemacht, wovon wir gestern wieder ausgegangen sind. Wir sind hier nochmal runtergegangen und haben jetzt erstmal den wichtigen 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart wieder angetestet, gab dann einen schönen Bounce. Also ihr seht schon, ja, immer wieder diese wichtigen EMAs, wer das immer wieder mitnimmt, knappe 3% wieder nach oben. Schöner kleiner Scalp und kleiner Daytrade hier gewesen am heutigen Tag, beziehungsweise gestern Abend konnte man das Ganze hier dann schon hier eröffnen. Ja, das war dann gegen 18 Uhr circa. Also das hat hier auch mal wieder wunderbar funktioniert. Jetzt wird es natürlich spannend. Ihr seht schon, was ich euch eingezeichnet habe. Und zwar könnte sich jetzt hier eine mögliche Bull Flag hier jetzt entwickeln auf dem 4-Stunden-Chart. Dafür dürfen wir jetzt aber nicht mehr hier runter in diese Zone kommen, weil dann ist diese Bull Flag dementsprechend invalide. Aber falls wir hier drüber kommen sollten und falls wir hier wirklich dieses Breakout dann starten, dann würde uns das wieder über unsere zwei wichtigen EMAs bringen, und zwar über den Daily 50er und den 200er Week EMA. Mit dem 200er haben wir jetzt die ganze Zeit schon hier wieder ein bisschen Probleme. Ihr seht, ich zoome extra noch mal ein bisschen genauer hin. Machen wir mal das hier kurz aus. Ja, dann seht ihr das nämlich hier noch mal ganz schön, dass wir hier mit unserem 200er Week einmal Widerstand, Support, Support, und dann war es hier heute wieder Widerstand. Ja, das bedeutet auch der 50er, haben wir uns ja die ganze Zeit hier aufgehalten, wird nochmal so ein wichtiges Level einfach werden. Ganz wichtig, bei einem 200 Week Moving Average muss es nicht unbedingt heißen, dass wir hier dann genau immer auf den Dollar hier Widerstand reinkriegen, sondern entscheidend ist dafür einfach dann immer der Weekly Close. Genauso hier beim 50er Daily ist entscheidend der Daily Close und nicht wie oft oder wie stark wir hier im 1-Stunden-Chart jetzt hier mal drüber pushen, hier wieder runtergehen. Ja, wichtig ist dann auch hier der Daily Close an dieser Stelle. Wir müssen uns jetzt angucken, wo wäre das technische Preisziel von diesem ganzen Ding. Also wenn wir uns das jetzt hier mal so reinladen und hier mal sagen, okay, das wäre jetzt hier diese Bull Flag, ja, wenn wir diese nach oben ausbrechen, wäre das technische Preisziel bei 27.800 US-Dollar. Wäre ich aber ein bisschen vorsichtig. Wir hatten ja dann gestern auch auf dem 1-Stunden-Chart so ein kleines mögliches Symmetrical Triangle, was wir hier dann geformt hatten. Ja, das habe ich euch ja dann auch gesagt. Ich habe dann auch wieder ganz, ganz deutlich erwähnt. Ich habe gesagt, Leute, passt einfach auf, ja. Und wenn man sich das nämlich jetzt hier anguckt, dann seht ihr, dass dieses mögliche Symmetrical Triangle, was wir dann hier hätten und nach oben hin ausgebrochen wäre, was ja eher bullischer Natur wäre, weil wir von einem Aufwärtstrend kommen, ja, ist jetzt hier nach unten hin ausgebrochen. Wir sehen es sogar hier live den Retest, wenn man das möchte. Seht ihr das hier jetzt auch nochmal ganz schön, wenn man es genau anzeichnet, ja, ist es wirklich, wir hatten hier Support, 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 nochmal Support, nochmal kleineren Support, wir brechen drunter, Retest, nochmal Retest, und jetzt wird es spannend, ob wir hier oben wieder reinkommen. Ja, und deshalb ist es einfach schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt ein bullisches Pattern, das bricht definitiv nach oben aus. Wir sehen hier bullische Divergenzen oder irgendwie sowas. Ja, also es ist im Moment einfach sehr, sehr schwierig. Deshalb halte ich mich an den wichtigen Support-Leveln. Ich halte mich an die EMAs, und das solltet ihr meiner Meinung nach auch tun. Wie sieht es im Moment aus? 4-Stunden-Chart, RSI, MACD. Schauen wir uns das Ganze mal an. Der MACD scheint so, als würde er hier wieder ein Cross wagen. Wenn das der Fall sein sollte, kann man davon ausgehen, dass die Bullflag hier nach oben hin ausbricht. Auf dem RSI ist es im Moment so, dass wir uns genau in der Mitte aufhalten, also 50-50. Ja, wir könnten dann hier mit dem MACD, wenn wir hier ein bullisches Cross reinkriegen und dann auch ein bullisches Momentum hier wieder dazu bekommen, könnte es dann, ja, nicht könnte, also dann wird der RSI auf jeden Fall hier wieder nach oben gehen in den überkauften Bereich. Und da muss man halt wirklich sehr aufpassen, denn immer wenn wir in den überkauften Bereich waren, gab es immer wieder kleinere Korrekturen. Also das immer im Auge behalten. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz rein Richtung Ethereum und schauen uns Ethereum dann hier nochmal an, wie es da im Moment aussieht. Und zwar sieht es hier im Moment einfach, ja, fast so ähnlich wie bei Bitcoin aus, nur
Mit dem Unterschied, dass wir uns sehr, sehr stabil halten. Ja, Bitcoin geht ein bisschen runter und wir traden aber hier bei Ethereum komplett in einer Seitwärtsphase. Und jetzt wird diese Phase nämlich sehr spannend, denn wir haben hier nichts anderes als eine komplette Konsolidierung. Das heißt, wir gehen hoch, wir testen unten wieder die Boxen, wir gehen hoch, wir gehen wieder runter. Ja, und wir haben hier wieder eine komplette Konsolidierung. Das heißt, immer wenn man eine Konsolidierung hat bei einem Chart, auch bei Aktien oder egal wo, ja, Forex, Krypto, komplett egal. Immer wenn es so eine Konsolidierung gibt, könnt ihr davon ausgehen, dass der nächste Move sehr stark und impulsiv werden kann. Das heißt, wir müssen uns im Klaren sein, dass wir zum einen nach unten ausbrechen könnten. Das würde uns wieder rein technisch gesehen in diese Zone hier unten reinbringen, Richtung Widerstandszone zu 1300 US-Dollar. Aber auch, ja, dass wir hier nach oben hin ausbrechen. Und wenn wir nach oben hin ausbrechen, dann wisst ihr ja auch schon, die Zuschauer, die mich hier schon länger verfolgen, auf was wir die ganze Zeit warten, ist einfach, wir gehen hier runter. Wir haben hier dieses Inverse Bart Simpson Pattern, gehen hier oben wieder rein, testen unseren 800er EMA hier an. Halten uns dann in dieser Phase ein bisschen auf, bevor der nächste Move dann hier wieder nach oben kommt. Viele fragen sich jetzt weiterhin, ist das jetzt der Boden, Basti? Können wir uns jetzt hier einkaufen, Dollar Cost Average machen und so weiter? Ich habe ja immer wieder gesagt, alles, was unter 20.000 Dollar ist oder war, war für mich einfach DCA. Ja, Dollar Cost Average, ich habe die ganze Zeit nachgekauft. Wir sind runtergedroppt auf 19.700 Dollar. Ich habe nachgekauft. Ja, das war die ganze Zeit mein Plan. Den habe ich euch auch in den Livestreams immer wieder erzählt. Jetzt ist es so, sollte die Federal Reserve das Ganze bei 0,75% lassen, erwarte ich eine Erholungsphase von den traditionellen Märkten, die durchaus 2, 3 Monate jetzt dann hier andauern kann und somit auch unseren Bitcoin-Preis mit nach oben ziehen kann. Ja, das heißt, das kann dann durchaus möglich sein, dass wir hier an der Stelle dann Richtung 30.000 Dollar wieder nach oben gehen könnten, falls die Fed sagt, jo, 0,75%, das ist gut, das wird dann von den Märkten positiv aufgenommen. Sollte diese auf 1% gehen am Mittwoch, da gibt es einen ganz großen Livestream wieder hier auf meinem YouTube-Kanal, deshalb unbedingt abonnieren, damit du hier nichts mehr verpasst. Deshalb nächste Woche Mittwoch gibt es wieder einen großen Livestream. Sollte die Fed dort sagen, wir erhöhen um 1%, wird es kurzfristig sehr volatil werden. Ja? Bei den traditionellen Märkten gehe ich davon aus, dass wir dann auch noch mal weiter ein Stück nach unten fallen. Dementsprechend wird das Ganze dann auch den Bitcoin mitziehen und ihn dann auch mit nach unten ziehen. Ja, die Frage ist halt nur, wie weit. Jetzt muss man auch bedenken, wir traden im Moment bei einem Level, wo wir eigentlich sogar einen Drop um, ja, sagen wir mal bis 20.000 Dollar, um 2.700 Dollar circa durchaus verkraften können. Selbst einen Drop hier runter auf minus 3.500 Dollar Richtung 19.000 US-Dollar könnten wir auch noch verkraften und wir hätten hier erstmal noch kein tieferes Tief gemacht. Ja. Also das ist einfach im Moment sehr gut, dass wir zurzeit jetzt hier oben traden. Besser wäre es natürlich, je mehr wir noch nach oben kommen, desto besser, ja, um so einen stärkeren Drop und so mehr Puffer haben wir einfach, um uns dann hier abzusichern. Ja, ich meine, das wäre dann nochmal eine Korrektur, ja, und die wäre auch nochmal, sagen wir mal, angemessen für so ein Ereignis um 20%, falls die Bullflag jetzt hier bis Mittwoch ausbrechen sollte und wir hier oben bei 25.000 Dollar uns anhitten. Ja, also das wäre ganz cool. Warum? Weil wir dann halt einen sehr großen Puffer nach unten haben und wir dann nicht so krass und Sorgen machen müssten, dass wir jetzt hier runter auf 12.000 Dollar runterfallen zum Beispiel. Also, dann gehen wir noch kurz rein. News der Woche, EZB Leitzins 0,5% wurden erhöht, 0,25% haben viele damit gerechnet. In den Gold Member Channel habe ich dann auch gesagt, hey Leute, ich gehe davon aus, dass wir um 0,5% hochgehen. Genau das ist dann auch passiert. Tesla hat 75% seiner Bitcoin verkauft, darüber haben wir ja auch gesprochen. Insgesamt von 936 Millionen Dollar an Bargeld hinzugefügt, ja, in seine Bilanz. Also um die Bilanz zu pumpen, nicht zu pumpen, um zu frisieren, hat er da hier gut was mitgenommen und ja, ist ja auch legitim. Ich meine, es sind ja seine Bitcoin, er kann damit ja machen, was er möchte. Gerüchte um Coinbase-Insolvenz gehen um. Ja, da ist es ja so gewesen, dass Coinbase dann auch Partnerschaften und Affiliate und so weiter erstmal auf Eis gelegt hat, aber es wurde jetzt dementiert, dass hier alles okay sei. Also bei Coinbase braucht ihr euch anscheinend jetzt keine Sorgen mehr machen. Minecraft-NFTs, wer es braucht. SEC vs. Ripple geht in die nächste Runde. Also auch hier ist es mal wieder Zeit, sich den Ripple anzugucken. Er zieht sich ja gefühlt jetzt schon seit 10 Jahren dahin. Aber ja, jedes Mal, immer wenn ein neuer Termin reinkommt, wird er verschoben. Er wird verschoben. Er wird verschoben. Und wer hätte es gedacht?
mal wieder verschoben. Aber gut, das nur so am Rande für euch als kleine Info. Heute Abend gibt es einen geilen Livestream, deshalb schaut da gerne rein. 20 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal. Da schauen wir mal, ob sich hier noch was tut. Vor allem haben wir einen wichtigen Weekly Close. Den können wir uns hier nochmal kurz anschauen. Ja, der Weekly Close sollte definitiv über unseren 200er Week Moving Average sein. Das ist genau das Thema, was ich euch vorher erklärt habe. Das schauen wir uns heute Abend alles im Detail an. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Deshalb hau rein, bleib gesund. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Bis heute Abend. Dein Basti. Ciao, ciao.